Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wochengruß 2020, wieder mit dem sensationellen analog animierten Titel. Und wie du siehst, ich versuche jedes Mal ein anderes Stückchen Jablonskistraße zu zeigen, jetzt heute vor der grünen Wand, neben den Blumen vom Wochenende. Wir hatten hier einen Block der Masterausbildung und am Ende haben wir diese Übung gemacht, ich liebe diese Übung sehr, wo es darum geht, zwei Practitioner-Formate miteinander zu verbinden auf eine interessante Art, dass ein neues Practitioner-Format rauskommt. Und ich will dir mal ein paar Einblicke geben, was da passiert ist. Die eine Idee war, dass wir Disney-Format und Change History miteinander verbinden. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit, die mich persönlich sehr angesprochen hat, war die Idee, man geht durch diese drei Disney-Positionen, Träumer, Träum, 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 Realist, Plan, 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 Kritiker, Schimpf, Schimpf und stell fest, nein, das schimpft sich vielleicht nicht so. Also vielleicht der Kritiker ist ein bisschen schwächer, braucht ein bisschen Support. Und jetzt ist die Idee, ich gehe mit dem Kritiker auf die Timeline und erforsche, wo hat der sich das Kritisieren abgewöhnt, wo wurde der schwach. Und an dieser Stelle bekommt der Kritiker Ressourcen von Träumer und Realist hinzugefügt. Also der Gedanke, dass sich die drei Disney-Figuren gegenseitig Ressourcen geben, den fand ich entzückend. Eine andere Kombination war die Kombination aus Six-Step Reframe und Change History, wo die Idee dann kam, wie wäre das denn, wenn im Six-State an der Stelle, wo der kreative Teil dem problemverursachenden Teil die neuen Wege vorschlägt, jetzt der symptomverursachende Teil mit diesen neuen Wegen auf seine eigene Timeline in die Vergangenheit geht und damit ein Change History macht und ausprobiert, wie wäre es denn gewesen, wenn ich damals schon diese neuen Wege gehabt hätte, weil dann kann nämlich der symptomverursachende Teil gleich feststellen, ob diese neuen Wege was taugen und man spart sich im Grunde das Ausprobieren in der Zukunft und die Vereinbarung, wie das dann irgendwie weitergehen soll. Eine andere Möglichkeit, das fand ich auch großartig, damit höre ich dann auf, war die Kombination von Six-Step, du merkst immer ein Format überlappt, Six-Step und Mentorentechnik. Da kam der geniale Schachzug drin vor, ich suche mir drei Mentoren in der Version, die wir da gemacht haben. Und der erste Mentor wählt den zweiten Mentor und der zweite Mentor wählt den dritten Mentor. Ich fand das so großartig zu sagen, naja, eigentlich ist das fast schon verständlich zu sagen, vielleicht kann mein Mentor viel besser entscheiden, wer der nächste gute Mentor wäre. Und in dem konkreten Fall, weil es ja eine Kombination aus Six-Step und Mentorentechnik war, war das auch so, dass der erste Mentor hat was gesagt, der zweite Mentor hat darin die gute Absicht benannt und der dritte Mentor hat dafür neue Wege genannt. Das fand ich auch ganz großartig. Das kommt dabei raus, wenn man in dem Fall im Modeling Master als Fingerübung, als Etüde, als Geläufigkeitsübung, als NLP-Dehnübung einfach Formate miteinander kombiniert. Die Grundlage für das Ganze war, dass wir jetzt hier im zweiten Block des Modeling Masters hatten wir den Block zu Ehren von Robert Dilts. Und da ist mir wieder aufgefallen, also NLP ohne Dilts wäre für mich nicht denkbar. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Robert Dilts am gleichen Tag Geburtstag hat wie Johann Sebastian Bach. Beide haben Geburtstag am 21. März. Und für mich ist Robert Dilts der Johann Sebastian Bach des NLP. Der hat so viele große Formate und Modelle dem NLP geschenkt. Also für mich wäre NLP nicht denkbar ohne das Modell der logischen Ebenen, ohne das Core-Modell, ohne das Strukturmodell der Veränderung. Das sind für mich die Modelle, mit denen ich NLP verstehe. Und von den Formaten her, wir haben jetzt in diesem Block gemacht, Integration konfligierender Glaubenssätze. Das war der Aufhänger dafür, weil die Integration konfligierender Glaubenssätze, das ist ein Change History, indem ich eine internale Verhandlung mache. Und das ist echt cool, weil es ist die Kombination von zwei Practitioner-Formaten, die ein Master-Format ergibt. Grandios. Dann haben wir gemacht Score Integration. Für mich der 8000er des NLP, das größte und umfangreichste NLP-Format. Das einzige NLP-Format, wo selbst ich ins Skript gucke, um die Schritte immer richtig zu machen.
grandios, die Kernfrage, also es geht um ein Ziel, was eigentlich, wo du sagst, das ist so ein tolles Ziel, warum packe ich das nicht an? Und dann kommt die Frage, was ist wichtiger als das Ziel, wertvoller als das Ziel, sodass du es deswegen nicht anpackst? Und dann kommt die Frage, und was wäre so wichtig, dass du es trotzdem tätest? Und diese Frage ändert den gesamten Prozess. Was Core Integration? Dann kamen Re-Imprinting. Das ist das Format, mit dem Dils, glaube ich, wirklich sehr berühmt geworden ist. Re-Imprinting, dieses Entdeckung der Ebene 5, Entdeckung der Prägungssituation. Dann Slate-of-Mouth-Pattern, das Dilsche Modeling von Richard Bandlers verbalen Fähigkeiten, diese Abbildung der Sprachwelt von Richard Bandler. Daraus entstand bei mir auch die Idee, vielleicht mache ich demnächst eine Newsletter-Serie über Sprache, weil immer wenn ich Sprache vermittle in Practitioner Master oder in anderen Kursen, habe ich das Gefühl, ich trete gegen Schultraumen an, die meisten Leute haben, wenn sie sich mit Sprache kümmern. Jetzt am Ende in der Abschlussrunde meinte gerade ein Teilnehmer, er findet es so schade, dass die Slate-of-Mouth-Pattern nicht in der Schule vermittelt werden, habe ich ihm gesagt, sei froh. Wenn du sie in der Schule gelernt hättest, würden sie dir heute keinen Spaß machen. Ich weiß nicht, wie Schule das hinkriegt, dass sie in vielen Fällen schafft, total spannende Themen auf eine Art zu vermitteln, dass hinterher kaum noch jemand Lust hat, sich damit zu beschäftigen. Wir hatten ein Gespräch hier in der Küche, wo es darum ging in einer kleinen Runde, was sind eigentlich die frühesten Schulerinnerungen, die du hast? Und da ist mir bei mir selber aufgefallen, ich kann mich, wenn ich an Schule denke, zurückerinnern bis in die erste Klasse. Aber dann ist mir aufgefallen, eigentlich komisch. Ich weiß noch das Gebäude, wie man da reinkam, wie das gerochen hat, die Stühle. Ich kann mich erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse an die Lehrer erinnern, wie die aussahen, wie sie sich bewegten, sondern an die Stimmen, aber nicht an Unterrichtsinhalte. Die ältesten Unterrichtsinhalte, an die ich mich erinnern kann, sind aus der 9. Klasse. Der ganze Rest davor ist gelöscht und selbst ab der 9. Klasse kommt ganz wenig. Also das fand ich super spannend zu merken, welche Spuren Schule hinterlässt und dass Schule exzellent darin ist, einem den Spaß zu verderben an den Dingen, die das Leben wirklich interessant machen. Sowas wie Geschichte, Sprache, Mathematik, Kunst, Musik, Fremdsprachen. Also von daher, vielleicht sollten wir froh sein, dass die Slate-of-Mouth-Pattern nicht in der Schule vermittelt werden. Genau, und dann hatten wir zum Schluss noch Ressource Supercharger, auch ein ganz großartiges Format, wie man eine Ressource aufbaut. Das war unser Masterblock zu Ehren von Robert Dills. Jetzt kurz der Wochengruß 2220 heute. Was war in der letzten Woche? Zum einen hast du vielleicht mitbekommen, wir hatten letzte Woche Swish-Woche mit Dagmar Ling. Am Dienstag kam der Podcast mit Dagmar und mir und am Donnerstag war ihr Webinar. Und in beiden ging es um den Swish. Das Webinar steht noch online, kannst du noch gucken, der Podcast steht die ganze Zeit online. Am Donnerstag oder Freitag habe ich den Sonderwochengruß zum Erlebniswochenende gemacht. Ich bin sehr froh, das ist das bisher erfolgreichste YouTube-Video, was ich gemacht habe, bezogen auf Klickzahlen in einer bestimmten Zeit. Das ist jetzt noch nicht mal eine Woche online und hat schon ziemlich gute Klickzahlen. Also danke für das viele gute Feedback darauf und auch freue mich, es haben sich eine Reihe von Leuten nochmal daraufhin angemeldet. Der Frühbucherpreis fürs Erlebniswochenende ist jetzt durch. Ab jetzt kostet es 149 Euro. Wir haben eine ausreichend große Gruppe. Ich hätte mir ein paar mehr Leute gewünscht, aber ich bin froh über die, die kommen. Was ich so bedauerlich finde, ist, wir haben so viele Leute gesagt, sie wären so gern gekommen, aber sie kriegen es an dem Wochenende wirklich nicht hin, aus extrem nachvollziehbaren Gründen. 70. Geburtstag, 80. Geburtstag, sowas in der Richtung. Ich überlege, ob wir im Herbst noch ein zweites Erlebniswochenende anbieten. Aber ehrlich gesagt, ich traue mir im Augenblick nicht länger als wenige Wochen vorplanen. Wenn ich auf den Herbst gucke, frage ich mich, was wird dann sein? Welche Maßnahmen oder Bedingungen gelten? Können wir dann ein Erlebniswochenende machen? Ich bin heilfroh, dass wir jetzt im Juli das Wochenende machen können. Ich freue mich total drauf, dass wir das einfach so machen können, ohne Masken, ohne Abstand. Normale Menschen in einem Raum. Wir ziehen um in die Kulturbrauerei, wo wir schon mal waren. Da passt der Raum von der Größe besser und die Umgebung ist um vieles schöner, die wir dort haben, mit diesem herrlichen Innenhof und den Lokalen in der Nähe. Also Kulturbrauerei schicke ich noch den angemeldeten Leuten dann rum. Aber wir nutzen die Chance, die wir jetzt haben, wirklich uns zu begegnen, weil ich habe doch keine Ahnung, was im Herbst ist. Aber wenn es möglich ist, gäbe es da vielleicht nochmal ein zweites
Wochenende. Dann war der Newsletter am Samstag, also gestern der Newsletter. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, auch in der Version auf Edomanto. Ich hatte ja da, ich spiele ja gerade mit Positionswechseln und ich habe da auch einen Link drin, wo du bestimmte Bäume hier in der Gegend, in der Umgebung von der Jablonski-Straße und von Prenzlauer Allee angucken kannst. Da vorne steht ein Baum, der ist 102 Jahre alt, also 1920 gepflanzt. Überlegen, was der erlebt hat, der könnte 300 Jahre alt werden. Und dann habe ich noch entdeckt, hier im Park am Planetarium steht eine Stieleiche. Die ist 152 Jahre alt, gepflanzt 1870. Da gab es noch nicht mal den deutschen Kaiser, da gab es noch das Königreich Preußen. Und seitdem steht die da. Und ich habe dann gegoogelt, Stieleichen können 500 bis 1000 Jahre alt werden. Das wäre bis ins Jahr 2870. Also kleiner Tipp von mir, und das ist die Idee von dem Düsseldorf von letzter Woche. Es ist spannend, wie sich der Blick auf das eigene Leben und die eigenen Probleme und die eigenen Schwierigkeiten verändert. Sowas wie 2 Jahre Corona. Wenn du dich mal in so einen Baum hinein assoziierst und überlegst, da stehst du da so und baumst vor dich hin im Wind und die Leute wuseln da rum und du fragst dich, wenn ich so ein Baum bin mit einer Lebenserwartung von 1000 Jahren und ich stehe da seit 152 Jahren, was hat der Baum alles erlebt? Und dann kommt halt Corona und sowas und Affenpocken und wie das alles heißt. Und du bist ein Baum und die Zeit zieht vorbei. Also das sind dann schon Ressourcen, die man zwischendurch aktivieren kann. Manchmal glaube ich, es könnte nochmal ein extra Video werden, dass Assoziation und Dissoziation ist das entscheidende, grundlegende Metaprogramm, dass du wirklich die Fähigkeit entwickelst, dich frei zu assoziieren und zu dissoziieren mit und von was du möchtest. Und sei es ein Baum. Okay, nächste Woche kommt der am Dienstag, der Podcast mit mir, den habe ich noch nicht aufgenommen, den werde ich aufnehmen morgen. Da geht es darum, dass ich Fragen beantworten werde, die in der letzten Zeit gekommen sind und auch ein paar Themen, die offen sind. Du kannst mir jetzt noch bitte, wenn, dann, heute oder morgen, Fragen schicken, dass ich gucke, ob ich die noch mit einbauen kann. Donnerstag, wir haben nächste Woche wieder eine Ralf-Stumpf-Woche, Donnerstag übernehme ich auch wieder den Abend im Studio Jablonski im Webinar. Dann geht es um die Frage, wofür brauchen wir eigentlich andere Menschen? Wäre das Leben nicht viel schöner ohne andere Menschen? Ich kenne viele Verkäufer, die sagen, ach, das Verkäufer wäre so ein geiler Beruf, wenn es die Kunden nicht gäbe. Und Lehrer sagen, Lehrer wäre so toll ohne Schüler und alles das. Und ich werde am Donnerstag erklären, warum andere Menschen genau deswegen wichtig sind, weil sie uns nerven, weil dieses Nerven hält gesund. Dazu gibt es am Donnerstag. Dann kommt Newsletter und dann kommt wieder der Wochengruß. Das war's. Nächstes Wochenende ist Practitioner. Wie immer modularer Practitioner, einsteigen jederzeit. Und das war der Wochengruß 2220 aus der Jablonski-Straße. Und jetzt kommt der atemberaubende, animierte Schlusstitel, wo ich in einem völlig gleichmäßigen Tempo dieses Schlussbild jetzt der Kamera entgegenhalten werde, Schritt für Schritt ganz langsam und mich damit verabschiede und dir noch eine schöne Zeit wünsche. Und das war der Wochengruß 2220 aus der Jablonski-Straße. Tschüss!